Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Jetzt haben wir gesehen, wie mehrdimensionale Arrays funktionieren. Jetzt wollen wir uns das in der Praxis anschauen. Ich würde einfach ein neues Projekt erzeugen, neues Projekt erstellen, Konsolen-App weiter. Und diese Konsolen-App nenne ich ja Array-Test. Array-Test, jawohl. Die wird keinen Difference weg. Wir wollen einfach nur kapieren, wie dieses mehrdimensionale Array funktioniert. Gut, jetzt wird es da erstellt. Jetzt haben wir es erstellt. Das braucht man nicht. Das Console-Write-Line. Ja, das Kommentar werde ich auch weglöschen. Ich will mit einem frischen Blatt anfangen. Und zwar werde ich ein Integer-Array machen. Gell? Int Array. Ja, zweidimensional. Name werde ich Zahlen nennen. Das war's. Ja. So könnte man das definieren, aber ich werde auch gleich sagen, das ist, weiß nicht, 5 mal 4 groß. Okay? So sollte das aussehen. Ah, new natürlich. New habe ich vergessen. So sollte das aussehen. So, 5 mal 4 sind also, wie viele Elemente sind? Das sind 20. Und jetzt fülle ich diese 20 Elemente an. Ja. Ich sage for i gleich 0, for int i gleich 0, ja. I kleiner wie 5, i plus plus, dann for int j gleich 0, j kleiner 4, j plus plus. Ja. Was mache ich da? Ich sage Zahlen für i Beistrich j, Zugriff mit Beistrich, ja, ist gleich, und zwar mache ich einfach i mal 10 plus j. Ja. Das schaut gut aus. Das will man hier ausgeben. Console.WriteLine. Ja. Zahlen von Wert Nummer 0, Beistrich, Wert Nummer 1 ist gleich Wert Nummer 2. So sollte das sein. Ja. Beistrich convert.toString. Kennen wir ja schon alles, gell? I. Ja. Beistrich. Das kopiere ich. Copy and paste ist mein Freund. Ein guter Freund. Aber oh, das schreibe ich in die nächste Zeile schon. Kann man eigentlich machen, gell? Kann man in die nächste Zeile schreiben. Dann ist es irgendwie übersichtlicher, ja, und da greife ich du auf Zahlen IJ abschließen, ganze Sache noch. Jetzt fülle ich das an. Ja. Also wir sehen, wir füllen was ein, wir geben etwas aus. Ja. Schauen wir uns das einmal an, was da rauskommt. Ja. Schauen wir uns das an. Drücken wir auf Übersetzen, geben uns das Ergebnis, Zahlen 0, 0, 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, ja, genau so haben wir sich das vorgestellt. Okay? Also so funktioniert das, der Zugriff auf mehrdimensionale Arrays. Wenn ich noch eine Dimension dazu machen würde, müsste ich einen neuen Beistrich machen und so weiter. Passt. Und jetzt schauen wir uns noch an, was als Länge rauskommt. Okay? Also ich werde jetzt einfach machen Console. Punkt WriteLine. Länge des Arrays Zahlen Wert Nummer 0 und da habe ich convert to string
Und da machen wir Zahlen.length. Genau so wollen wir das ausgeben. Jetzt schauen wir uns ja an, wie lang ist das. Ja? Was gibt es da aus? Zack. Sind wir gespannt? 20. Okay, sind 20 Felder. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja? Ist logisch. 4 mal 5, 20 Felder habe ich jetzt erst schon ausgerechnet. In meinem Computer eingebaut. Meinen Rechner. Das ist es. Und jetzt schauen wir nur sie noch an, was for each bedeutet. Ja? Also ich sage for each. Ja? In Zahlen. So hat das ausgesehen. Ja? Für jede Zahl in Zahlen. Jetzt mache ich console.write. Ja? Und jetzt sage ich Zahl. Eine Zahl, na warte mal, machen wir so. 0, machen wir einen Beistrich an und dann, ja, und dann machen wir wieder convert to string Zahl. Also wir nehmen, schauen wir mal, was der jetzt alles ausgibt. Ja. Wir nehmen jede Zahl in Zahlen her. Wir haben ein mehrdimensionales Array. In welcher Reihenfolge wird denn das abgearbeitet? Wie ist denn das bei ForEach? Schauen wir uns das an. Ja? Ausgabe. Also bei der Zuweisung haben wir 0, 0, 0. Ah, schau. 0, 1, 2, 3. Also es werden zuerst die Vierer, die zweite Dimension praktisch abgearbeitet und dann die erste. 0, 1, 2, 3. Ja? Also so sieht das aus. Ja? Zuerst die zweite Dimension wird abgearbeitet und dann erst die erste. Ja? Wenn man es weiß, kann man es verwenden. Ja? Hier stellt sich dann irgendwo die Frage, wie wäre es, wenn wir tatsächlich praktisch sowas immer so durchlaufen. Dann ist es nämlich klar, in welcher Reihenfolge. Wenn ich mit I und J zugreife, da unten muss ich es wissen. Wenn man es weiß, kein Thema. Ja? Egal. Ja? So funktioniert das. Das ist also ein N mal M Array. Ist kein Schalter, kein Relay. Ist ein Array, ein Feld. Jede Zeile hat genau gleich viele Spalten. Was ist, wenn ich das nicht will? Ja, was ist, wenn ich einfach sage, das ist ja Platzverschwendung, ich brauche nicht in jeder Zeile gleich viele Spalten drinnen haben, sondern ich möchte es unterschiedlich machen. Geht denn das? Ja, das geht mit so einem sogenannten verzweigten, komischer Name, verzweigten Array, ja, oder checked Array auf Englisch, zackiges Array. Und wie das funktioniert, werde ich im nächsten Video erklären. Ja. Also, nächstes Video, checked Array, für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.